Kennst du dieses Teil noch? Hallo und herzlich willkommen, hier ist Manny von Manny's Buster Shop. Ich zeige dir heute mal, wie man die tolle Schreibmaschine von Dynamics bzw. My Favorite Things benutzen kann. Ich werde auf jeden Fall die Schreibmaschine benutzen. Die Slider-Funktion soll es geben. Und etwas Deko und vielleicht das. Mal gucken. Ich habe jetzt mal alle Teile ausgestanzt, die ich wahrscheinlich brauchen werde. Also erstmal ist das hier die Slider, das Slider-Element. Ich habe mal 3 solche Rahmen ausgestanzt. Ich denke mal, dass ich die 3 verwenden werde, aber wir werden sehen. Das ist natürlich der Schreibmaschinen-Grundkörper. Den brauchst du einmal. Das ist der Rahmen, den brauchst du auch einmal. Der kommt hier so drunter. Als nächstes haben wir das Teil, das kommt hier ran. Wenn du das ausstanzt, ist hier noch an der Seite ein ganz kleiner Schnipsel und der kommt hier drauf. Den habe ich aber allerdings jetzt schon mal aufgeklebt, weil ich so die dumme Befürchtung hatte, dass der irgendwann verschwindet. Dann sind das hier die ganzen Deko-Elemente, die du brauchst. Ich habe die mit doppelseitigem Klebeband ausgestanzt. Deswegen ist das hier auch noch drauf. Das kommt hier drauf, was eben ist Papier festhält. Das habe ich in Silber gestanzt, weil irgendwie war mir nach Glitter. Das ist das Blatt, also was das Papier, was rauskommt. Und dann hier noch die Tastatur. Und damit die Tastatur so einen kleinen 3D-Effekt hat, habe ich 2-mal schwarz und 1-mal weiß. Ich zeige dir auch gleich, warum, wie das dann am Ende aussieht. Und als Deko vielleicht noch ein paar Blumen. Da werde ich aber auch am Ende auch entscheiden, ob das dann alles noch zusammenpasst. Ich habe mir hier ein paar solche Slider-Dinger. Ich weiß jetzt noch nicht genau, welchen ich nehme. Ob ich den oval nehme oder den runden. Das werde ich dann entscheiden. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, so eine Slider-Stanze zu basteln. Ich verwende jetzt mal eine, die mir gefällt. Die ist nicht ganz so aufwendig. Es gibt da noch eine Alternative. Aber ich wollte eben auch gerne, dass du das als Anfänger eben auch hinbekommst. Ich meine, das ist ja immer mit solchen Stanzen am Anfang, gerade als Anfänger, ist das ja immer alles etwas komplizierter, finde ich. Ich werde jetzt erstmal alles aufkleben. Ich fange erstmal mit der Tastatur an, weil ich glaube, das ist am aufwendigsten. Ich habe hier schon mal eine. Das ist die zweite in schwarz. Das doppelseitige Klebeband so aufgeklebt, dass ich das Teil jetzt hier direkt aufkleben kann.
Jetzt habe ich schon mal das Schreibmaschinenblatt. Als nächstes klebe ich das hier auf. Da habe ich kein doppelseitiges Klebeband, weil ich meine Flüssigkleber jetzt verwende. Also ich habe das jetzt wirklich nur bei den ganz kleinen Dingern gemacht. Da hast du auch hier so eine kleine Ausbuchtung, dann weißt du ganz genau, wo das hinkommt. Du musst es nur genau an dem Rand von dem gekennzeichneten Rand kleben und fertig. Dann klebe ich gleich noch die Tastatur auf. Bei der musst du dich aufpassen, dass die großen Tasten hier unten sind. Durch den Flüssigkleber habe ich eben immer noch die Möglichkeit, das etwas rüber und rüber zu schieben. Als nächstes kommt dieser Streifen. Der wird jetzt hier unten festgeklebt. Sieht doch schon mal langsam aus wie eine Schreibmaschine. Jetzt brauchst du diese Teile. Einmal das hier. Das ist das, was an die Seite kommt. Der Hebel, der wird hier drunter geklebt. Jetzt brauchst du dieses Teil und das ist jetzt wichtig, dass das so aufgeklebt wird. Also du hast hier oben so eine kleine Kante und dann hast du hier unten zwei solche Streifen. Und die beiden Streifen, die sind unten und die Kante ist oben. Und das klebst du jetzt hier auf. Und damit verdeckst du auch wieder die Seitenhebel oder die Seitendinger. So, und jetzt brauchst du die zwei größeren. Die klebst du hier auf. Und der letzte, der kleinste, das war widerspenstig, der wird hier hingeklebt, hier bei dem. Ja, es stimmt, es ist wirklich etwas fummelig, aber solche Karten machen irgendwie auch Spaß, weil im Endeffekt, man muss ja nicht immer alles in 5 Minuten fertig haben. Jetzt ist die Schreibmaschine schon soweit fertig. Was du natürlich auch machen kannst, wenn du sowas Aufwendiges basteln möchtest, dass du das aufteilst auf mehrere Tage. Dass du erstmal einen Tag dir das alles raussuchst, das Papier raussuchst und so. Zum Beispiel noch Stanz, wenn du noch Elan hast. Und dann am nächsten Tag die Karte fertig machst. Dann bist du auch nicht so unter Druck. Ja, und jetzt muss das und klappt nicht. Und weil mit Eile hat man keine Ruhe. Ich glaube, das war jetzt der Spruch des Tages. So, ich habe jetzt hier einen Rohling. Das Ding habe ich schon mal fertig gemacht. Das ist einfach nur mit Embossingpulver und den Stempel von My Favorite Things bestempelt. Passend zur Schreibmaschine. Und dann mit den beiden Farben von My Favorite Things verwischt. Die sind übrigens absolut genial. Ne? Also ich habe die ja zum ersten Mal ausprobiert. Also die sind so richtig genial. Jetzt kommt gerade mein Quietschekater. Den wirst du vielleicht hören oder auch nicht. Ja, ich glaube, er stirbt gerade wieder den Hungertod. Das brauchen wir natürlich jetzt, den Slider-Effekt. Das kommt dann noch oben drüber. Also muss ich jetzt gucken, dass ich die Karte so oder die Schreibmaschine dann so aufklebe, dass ich A, den Slider-Effekt habe, das B noch rausgezogen bekomme und das Ganze noch am Ende schön aussieht. Also ich denke mal, so von der Größe her sollte es ungefähr passen. Und damit muss ich dieses Slider-Element nehmen. Das Klebeband, dein bester Freund, aufkleben. Und gucken nochmal, dass das gerade ist. Was ich auch gerne mache, wenn ich solches Klebeband verwendet habe, dass ich das dran lasse fürs nächste Mal wieder. Das hält schon noch. Also ein paar Mal kann man das schon noch verwenden. Weil nicht allzu oft. Der Streifen jetzt hier, der hat ja auch schon wieder irgendwie so etwas an sich, was man schon wieder weiter verbasteln könnte. Oh Gott. Nee. Okay. Warum ich übrigens ihn Rohling nicht gleich bestempelt habe, sondern mir ein extra Papier gefertigt habe, dafür ist einfach ganz einfach. Wenn du das jetzt, du kannst das natürlich direkt auf den Rohling machen, dann den so bestempeln und mit Farbe bematschen, aber dann hast du dieses Slider-Element hier unten drunter sichtbar und das wollte ich nicht. Alternativ kannst du natürlich von der Seite dann noch ein Blatt rankleben oder eben so lassen. Nein, das kannst du machen, wie du willst. Ich wollte das so haben und jetzt brauchen wir diese Streifen.
So, die drei Streifen habe ich jetzt zusammengeklebt. Wie rum du die aufklebst, ist jetzt entscheidend, wie rum du das ziehen möchtest. Also wenn du sagst, du möchtest die, da habe ich übrigens gleich hier von dem ausgestanzten den Streifen genommen und werde das selber wahrscheinlich draufschreiben, weil ich keinen Stempel habe. Ich habe keinen Stempel mit Pull oder Ziehen. Macht nichts. Also, wenn du das nach unten ziehen möchtest, klebst du die Streifen so rum auf, also dass das offene Teil nach unten ist. Und wenn du es nach oben ziehen möchtest, klebst du es so auf, dass es nach oben ist. Na, weil du hast ja dann hier in der Mitte diesen Streifen, der dann rausgezogen wird. Und der ist natürlich entscheidend, wohin gezogen werden soll. Also du kannst nicht das hier so aufkleben und nachher nach oben ziehen wollen. Das geht nicht. Jetzt kommt das hier in die Mitte. Auch wieder mit meinem heißgeliebten Flüssigkleber. Vorher gucke ich mir nochmal die Karte an. Ja, also so rum. Und ich möchte es nach oben, also so. Jetzt hätte ich das selber gleich falsch gemacht. Aber ich habe es noch gemerkt. So, das Teil ist etwas länger, aber das macht überhaupt nichts. Das schneidest du dann einfach ab. Das kannst du auch ganz gut für Slimline-Karten verwenden. Deswegen ist das auch so groß. So, ich habe es jetzt schon abgeschnitten. Dann kann das noch kurz trocknen. Ich mache meinen Kleber wieder zu, sonst ist der dann auch trocken. Und fertige mir jetzt noch schnell diesen Streifen an. Von der Größe her oder von der Länge her werde ich den vielleicht so lassen. Man soll schon noch etwas erkennen, dass hier irgendwas zum Ziehen ist. Oder kürze ich ihn noch ein bisschen ein? Ich kürze ihn noch ein bisschen ein und hänge gerade ein Kabel fest. Und hänge nochmal ein Kabel fest. Irgendwann klappt das heute hier. Und nehme meinen Ecken ab runter. Und runde mir jetzt noch die kleinen Ecken hier ab. Das, dann sieht das Ganze etwas schöner aus. Wieder was geschafft. Jetzt brauchst du 3D-Klebeband. Und klebst das auf. Und mit dem Klebeband sollst du nicht so sparsam umgehen, weil das Ganze muss ja halten. Also du musst jetzt nicht bei jedem Millimeter, ich nehme jetzt hier zwei Streifen, das reicht vollkommen aus. Aber ich weiß nicht, wie du sonst solche 3D-Karten oder 3D-Elemente aufklebst. Also ich mache immer nur so kleine Punkte überall hin. Das funktioniert ja nicht, weil das schon eine gewisse Belastung ist für die Karte, wenn man die dauernd rein und raus zieht. Und damit das Ganze dann auch wirklich dauerhaft funktioniert, nehme ich hier mal richtig 3D-Klebeform an allen Stellen. Hier in der Mitte brauchst du es nicht, weil du ja diesen Streifen hast. Und wenn du natürlich jetzt hier 3D-Klebeform aufklebst, dann ist nichts mehr mit Streifen. So, weil ich vorhin gesagt habe, mein Kater leider den Hunger tut. Nein, macht er nicht. Aber er ist etwas penetrant, wenn es ums Fressen geht. Ja gut, also ich meine, er ist ja auch steinalt, ne? Also er ist steinalt, die Tierärztin hat gesagt, wir sollen ihm füttern, was er fressen will. Ja, das Problem ist bloß, er frisst, wir haben so 250 Gramm Dosen und da frisst er mindestens 2 am Tag und wenn es danach gehen würde, würde er auch 6 fressen. Und von daher muss man das immer eine Weile ignorieren, also er kriegt da mehrere Mahlzeiten am Tag, aber man braucht immer auch starke Nerven, um das dauerhaft zu ignorieren. Zumindest ein paar Stunden. Und wenn er jetzt hochkommt zu mir ins Zimmer, dann ist er schon arg verzweifelt. Also dann, aber nützt nicht. Er kriegt dann gleich wieder was. Das ist Ovale. Was sagst du? Ich nehme es Ovale. Also von der Größe her passt das genau rein. Ich nehme das Ovale. Die Dinger findest du auch bei uns im Shop. Bei dem Streifen, der zum Rausziehen ist, musst du jetzt bedenken, dass du den mit der Kante, wenn du eine Stanzkante hast, dass sie nach außen zeigen muss. Weil bei dem Teil hier in der Mitte ist es egal. Aber bei dem, na, also ich habe ja hier so die kleine Kante, ich weiß nicht, ob du das siehst. Und wenn ich das zum Beispiel jetzt so rummache, dann habe ich die Kante nach innen. Das sieht nicht ganz so schön aus. Jetzt so, ich klebe diesen Rahmen auf. Also wenn du das Video jetzt vor Mai siehst, dann weißt du schon mal, dass meine Idee geklappt hat, weil ich hatte dir, glaube ich, schon erzählt, dass mir
im Mai so eine interaktive Karte machen wollen. Und ich habe da schon, also ich habe eine andere Idee, aber ich weiß nicht, ob das funktioniert. Und deswegen habe ich mir gedacht, bastle ich die Karte jetzt. Dann habe ich schon mal für Mai mein Video für das, für die Woche, für unsere Inspirationswoche. Und wenn das klappen sollte, habe ich eben noch ein zusätzliches Video und kann es vorher zeigen. Also ich möchte mit der anderen Karte mit Stempel von Lawthorn auch eine interaktive Karte basteln. Allerdings mit einem Drachen. Und ich weiß noch nicht, ob das mit dem Drachen so funktioniert. Ich werde jetzt auch nichts Genaueres sagen, weil wenn es nicht klappt, dann kann ich das so tun, als wenn ich das nie machen wollte. Oder wenn was anderes rauskommt, dann war das eben die Idee. Das ist ja das Schöne. Jetzt haben wir das schon mal. Diesen Streifen beschrifte ich jetzt erst noch. Weil der wird ja jetzt so bleiben. So, also diesen Streifen ohne 3D-Form. Und jetzt alles auf die Karte. So, ich bin jetzt mutig. Ich ziehe jetzt das ganze Klebeband ab. Und ob ich jetzt einen Denkfehler drin habe oder nicht, das finden wir gleich heraus. Also ich sage ja nein. Oh, man weiß es ja manchmal nie. Natürlich noch irgendwie so etwas gerade. Sieht gut aus. So, Streifen funktioniert schon mal. Und jetzt dieses 3D-Element. Und vorher muss ich natürlich die Karte noch bestempeln. Ich mache das jetzt ganz einfach. So, ich nehme jetzt einen Bleistift und zeichne mir an, bis wohin ich den Text stempeln kann. Und dann denke ich mir, habe ich hier so ziemlich alles ausgereizt, was ich an Stempelfläche verwenden kann. Zu dem Hintergrund, wie ich den gemacht habe, gibt es einen extra Reel. Den werde ich ein oder zwei Tage vorher veröffentlichen, wenn ich dran denke. Bei dem 3D-Element, wo du das aufgeklebt hast, ist jetzt eben wichtig, dass du guckst, wo ist dein Zettel, wo klebe ich das auf. Mal etwas experimentieren. Mein Zettel reingesteckt und dann Striche gemacht, damit ich weiß, okay, so weit will ich das haben, weil du musst dadurch bedenken, es geht nicht ganz runter, weil du musst es ja hier noch aufkleben. Also du kannst ja den Zettel nicht ganz runterschieben. Und das würde ja auch nicht schön aussehen. Macht ja keinen Sinn, wenn bei einer Schreibmaschine das Papier unten rausguckt. Was noch wichtig ist, wenn du jetzt die Schreibmaschine direkt aufkleben möchtest, ohne 3D-Foam, musst du hier so eine kleine Kante aufschneiden von dem 3D-Element. Weil wenn du das nicht machst, dann geht dieses 3D-Element bis hierher und da fehlen ja dann noch ein paar Zentimeter, was ja dein Platz ist, weil du eben bestempelt hast. Also es würde dann nicht funktionieren. Deswegen verwende ich das 3D-Foam. Erstens mal will ich die Schreibmaschine nicht auseinanderschneiden und irgendwie finde ich das... Also ja, das ist wieder so ein inneres Monk-Ding. Ich meine, ich wüsste ja dann, okay, die Schreibmaschine ist weggeschnitten, sieht ja keiner. Na, also sieht keiner. Wenn du natürlich sagst, ich möchte nicht so viel 3D-Klebeband einsetzen, ja, dann schneid die Ecke ab. Also das ist ja, na, nur weil ich das ja nicht machen will, heißt das ja noch lange nicht, dass du das nicht machen sollst. Also ich finde, die ist ganz gut geworden. Die Blumen noch. Die Blumen. Jetzt hätte ich doch fast die Blumen vergessen. Was du natürlich auch machen kannst bei der Schreibmaschine, dass du die mit dem Stempel bestempelst und dann weiterverwendest. Das geht natürlich auch. Also da gibt es wirklich viele Möglichkeiten, wie du diese Stanze einsetzen kannst. Oder für Freunde oder für deine Freundin, für deine Mutti, für deine Kinder. Die können alle bekommen.
Also ich bin ja ganz zufrieden. Muss ich jetzt sagen. Die Blätter, mache ich die Blätter noch drauf? Nee. Blätter verwende ich einfach beim nächsten Mal. Aber ich hatte das letzte Mal schon gemacht, dass ich mir hier die Blumen, die ich hier übrig hatte, ich mal einfach hier rein. Das mache ich übrigens generell. Wenn ich jetzt irgendwas übrig habe, wie zum Beispiel, wenn ich hier was gestemmelt habe und ich habe noch ein Motiv übrig, was ich dann doch nicht verwende. Ich stecke mir das immer in die Verpackung, weil ich finde, wenn man das in so eine Restekiste backt, findet man es sowieso nicht mehr wieder. Und deswegen packe ich mir das immer mit in meine Aufbewahrung. Und ich bin fertig. Also ich weiß sowieso, solche Dinge, ne, das kann ich den ganzen Tag machen. Und wehe, die gefällt euch nicht. Ich will hier keine negativen Kommentare, Likes oder sonst irgendwas sehen. Ich will nur Daumen hoch und positive Kommentare haben. Sonst gibt es nie wieder ein Video. Ich bin sensibel. Okay. Ich höre jetzt auf. Ich hoffe, du hattest Spaß bei dem Video. Okay, kurzer Lachflash. Ich habe mich wieder beruhigt. Also jetzt aber wirklich, ich danke dir fürs Zusehen und hinterlasst mir ein Abo, ein Like, ein Kommentar, denn denke dran, mein Kanal muss wachsen und dann gibt es natürlich auch noch mehr Videos. Bis dann, tschüss!